Hallo Leute und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans. Diesmal gucken wir mal wieder ein bisschen in den Clankrieg rein. Die drei haben uns ja schon angeschaut. Wir haben leider um 16 Punkte verloren, also um Sterne. Aber wir werden uns jetzt trotzdem mal ein paar gute Angriffe von uns anschauen. Eigentlich nur drei Sterne. Ja, hier ist der erste Angriff. Natürlich nicht so eine gute Base, aber trotzdem ist eigentlich das Ergebnis gut gewesen. Drei Sterne, mehr kann man nicht von jemandem verlangen. Mehr geht auch nicht, also von daher alles einwandfrei gemacht. Erstmal die Luftabwehr schön geblitzt, ich denke mal, er ist von der anderen Seite dann reingegangen. Wo die Flugabwehr war, er hat mit Drachen und Ballons angegriffen, mit weil Blitzzaubern hatte er noch dann übrig, die Queen und den King. Ja, und die Klamburg natürlich noch. Okay, er hat jetzt zwei Flugabwehren geblitzt und er hatte noch zwei Erdbebenzauber jeweils übrig. Jetzt ist er mit den Drachen da reingegangen. Die Ballons hinterher und auf der anderen Seite hat das, glaube ich, auch Loch so gemacht. Hat leider keine Zauber mehr übrig gehabt jetzt, aber ich denke, das macht auch nicht besonders viel jetzt. Wie ich gesagt habe, das mit den Drachen auf der anderen Seite auch noch reingegangen. Ja, ich denke, das hat jetzt eigentlich gut gepasst, ne? Das Ergebnis ist wirklich sehr zufriedenstellend gewesen, wie auch bei den anderen drei Sternen, weil halt einfach nicht mehr geht. Wir haben leider gegen einen Level 8 Clan verloren, was schön gewesen wäre, wenn wir gegen einen gewonnen hätten, aber naja, man kann halt nicht alles haben. Hier sehen wir, die Drachen oben machen noch alles platt, hier unten geht es weiter erstmal. Der Luftfeger ist natürlich immer ein bisschen nervig, wenn man den selber hat, ist es eigentlich manchmal ganz gut, wenn man mit Lufttruppen angegriffen wird, aber sonst ist es beim Angriff einfach nervig, wenn man mit Lufttruppen angreift. Ich denke, das kann man auch ganz gut verstehen. Aber die Drachen gehen aufs Rathaus. Ja, ich schalte mal auf doppelte Geschwindigkeit kurz, sonst dauert das alles zu lange und ja, es dauert auch zu lange dann zum Hochladen. Schöner Angriff einfach nur. Muss ich sagen, Kompliment. Hat er gut gemacht. Ich denke, wir wissen, wie es ausgeht. Der X-Bogen wird noch geplättet und der Tesla wird zerstört. Damit waren es jetzt gute drei Sterne. Wirklich sehr gut hinbekommen hat das. Der liebe Purzel, er hatte noch einen drei Sterner gemacht. Den gucken wir uns jetzt auch noch mal kurz an. Ich werde jetzt die Angriffe immer auf doppelte Geschwindigkeit lassen, weil sonst kommen wir damit einfach nicht hin. Er hat wieder mit 11 Drachen angegriffen. Ich werde es auf doppelte Geschwindigkeit schalten, weil sonst kriegen wir es einfach nicht hin, wenn ich alle Angriffe zeigen möchte, die ich gerne zeigen wollte. Er blitzt schön die beiden Luftabwehren mit jeweils zwei Blitzzaubern und zwei Erdbebenzaubern jeweils. Er geht mit Drachen rein, schön von unten, links hätte ich, hätte ich auch so gemacht, passt bis jetzt, also, geht man näher ran, doppelte Geschwindigkeit, hoffentlich geht für euch, schreibt es in die Kommentare, ob ich es nicht mehr machen soll, oder auch noch andere Angriffsideen habt, ich werde das alles selber testen noch, aber sonst ist es, glaube ich, alles ganz gut, ihr seht, die Drachen zerstören gerade alles, was nicht mit dort nagelfest ist, sag ich mal. Hier in den Ecken war noch irgendwo, da ist die Bauhütte. Die wird er sich wahrscheinlich irgendwann das dann gleich holen. Die Drachen plätten schön alles. Er hat noch Queen, King, ist super hingekommen mit der Zeit. Alles auch hier passt. Hat er gut hinbekommen. Wieder drei Sterne. Gut, wir gucken uns gleich den nächsten Angriff an, der war also auch gerade eben von Purzel. Ich habe hier noch einen 3-Sterner gemacht bei der 15. Aber die hatten wir uns ja schon angeschaut, für die, die es noch nicht gesehen haben. Doppelte Geschwindigkeit. Ich bin von oben mit drei Golems reingegangen. Der Packer ist leider außen rumgegangen, was ich sehr schade. Nee, doch nicht. Ich dachte, der war außen rumgegangen. Ich habe meine Clanburg gesetzt. Über den Sprungzauber kommt er alle ran. Ich habe die Clan-Truppen gefreezed, weil sonst hätten nämlich aufgehalten. Ihr seht, der Drache wird auch nicht von den Magiern zerstört. Der Ballon geht auch down.
Es wird eigentlich alles wirklich gut zerstört. Ich bin froh, dass ich den ersten Angriff jetzt in dem Clan sehr gut gemeistert habe, fand ich jetzt zumindest. Mehr als ein Drei-Sterner geht halt nicht, ne? Aber ja. Ich hatte Glück, dass der Packer das gut zerstört. Ja. Und da waren drei Sterne da. Ja, ich habe leider nur Golems auf Level 1. Ich hoffe, ich krieg bald die 60.000 hin. Mal schauen. Nee, jetzt werden wir uns mal ein paar gegnerische Angriffe anschauen. Drei Sterne natürlich. Wir werden uns den anschauen, wo der David zerstört wurde. Kann natürlich auch mal passieren, mit Max-Truppen hält man bei so einer Base wahrscheinlich auch nicht ganz so gut stand. Seine Base ist zwar sehr gut, aber und denkt, dass man gegen Max-Truppen auch mal verlieren kann. Drei Sterne sind natürlich immer sehr unglücklich, aber naja, doppelte Geschwindigkeit so. Er geht oben mit Magiern und Golems rein, mit Hexen und The Grand Warden. Kann er leider nicht zünden, ist auf Level 5, ist wahrscheinlich auch besser so. Er hat uns ja angegriffen, von daher, ja, passt. Der Angriff ist eigentlich gut gewesen, aber natürlich leider haben wir drei Sterne kassiert, deshalb haben wir auch zum Teil verloren. Wenn wir bei 16 insgesamt nur einen Stern nicht gehabt hätten, hätten wir wahrscheinlich gewonnen, ne? Seht ihr, Grant Warden hat so eine riesige Rage. Der hatte die gerade eben zerstört. Und er sieht alles, Max, ne? Ja, von daher. Ja. Kurzer Cut gerade eben. Mein Handy hatte gerade keinen Akku mehr. Wir machen weiter mit einem Angriff von mir. Das ist dann auch der letzte dann für heute. Die wurde oft zerstört, sag ich. Ich habe da verloren. Aber ihr seht allein schon der Loot, ne? Ja, so. Ich schalte den nicht auf Doppelgeschwindigkeit, seht. Ich hab mit Go Up angegriffen. Alles war gut. Ja. Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ich bin an alles rangekommen, was ich haben wollte. Naja, bisschen mehr dunkles Elixier hätte ich mir vielleicht holen sollen. Hier unten aus den Bohrern. Hier und da auch. Aber man kann natürlich auch nicht alles haben. Von daher bin ich eigentlich sehr zufrieden mit 3000, ne? Ja, ich denke, das passt. Ich schalte mal kurz auf doppelte Geschwindigkeit. Ah ja, hier seht ihr, ich hätte die gefreezed. Die Queen ist natürlich richtig gut, auch weil sie so eine große Range hat. Grant Warden hat natürlich noch eine größere, aber ja, ist egal. Ja. Dann waren meine Truppen eigentlich auch schon fast down, ne? Also, natürlich gegen so eine Base hätte ich eigentlich only Valkyren machen können, aber lohnt sich auch nicht ganz. Ja, ich hätte Pekka'Liya machen können. Das ist nur mit Pekkas und mit Valkyren, aber naja. Ich habe einfach Go Wipe genommen, weil ich das eigentlich ganz gut fand. So, wenn es mit dem Video fertig, ich habe eine neue Base gemacht. Mal gucken, ob sie hält. Ja. Tschüss. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr abonnieren. Ich fände es cool. Und natürlich auch das Liken nicht vergessen. Habt noch einen schönen ersten Weihnachtsfeiertag. Ich hoffe, ihr konntet gestern noch ein bisschen feiern. Tschüss!